Ja, moin moin, herzlich willkommen jetzt bei mir auf dem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Elden Ring. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal versuchen, uns hier ein bisschen weiter umzusehen, beziehungsweise weiter durchzukämpfen, weil ich habe gerade tatsächlich, ich habe mir mal die letzten Folgen von mir nochmal durchgeguckt und habe tatsächlich gerade überhaupt keinen Plan, wie ich hier weiter vorgehen soll. Weil unten bei der Dame mit den 5 Armen und den 10 Beinen und die einen dann irgendwie voll blurkt, da gibt es ja auch nicht wirklich einen Weg, den man nehmen könnte, rein theoretisch. Aber ich weiß, dass ich schon mal irgendwann da unten in diesem Punkt angekommen bin, dass man in diesen Hof reingekommen ist, wo man ja, wo man auf diese Typen trifft, die diese Ballisten haben. Ich meine, hier könnte man natürlich runterspringen, das ist klar. Das nimmt auch keinen Fallschaden. So, das sieht nach dem Hof aus, oder? Nee, das ist nicht der Hof. Ach du Scheiße, da steht schon wieder so einer mit so einer Riesenbumme in der Hand. Schauen uns erstmal hinter den Zweien um, weil vielleicht finden wir ja irgendwo noch einen Ort der Gnade, den man rein theoretisch mitnehmen könnte. Da unten waren wir schon vor dieser Statue. Da sollte man, da hat er uns ja veräppelt, da soll man ja diese blöde Geste machen können, aber das funktioniert ja irgendwie gar nicht. Ich muss mal gerade gucken, ob man hier irgendwo. Okay. Ja, das ist dieser Hof da unten. Ach du Scheiße. Ach, das ist das Haupttor, okay. Heilige Scheiße. Oh oh. So. Okay, das da unten ist auf jeden Fall das Haupttor. Handbuch. Nomadischen Kriegers, okay. Da darf mir auch gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, was man mit diesen Dingern anstellt, weil bisher bin ich tatsächlich noch nicht dahinter gekommen. Ich bin ab und zu schon mal ein bisschen lang von Begriff, das weiß ich. Ich versuche natürlich mein Bestes hier euch hier Content zu bieten, der in eurem Sinne ist und der auch vor allem einem hilfreich irgendwie zur Seite steht. Das gelingt mir leider nur nicht immer. Und vor allem Elden Ring ist so umfangreich, was die Items angeht, dass es halt teilweise wirklich schwierig ist, hier durch alles durchzusteigen. Deswegen bin ich da immer ganz froh drum, wenn ihr mir dann da ein bisschen unter die Arme greift. Also in die Richtung geht es, glaube ich, nicht weiter, oder? Da war die Brücke. Auf das Dach, da könnte man natürlich jumpen. Kommt man dann, da kommt man auch nochmal zurück. Okay, versuchen wir mal. Unten ist ein Item. Okay, man kann jetzt quasi gesehen natürlich diese ganzen Typen da umlaufen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, als hätten wir hier noch auf jeden Fall irgendwo einen Ort der Gnade übersehen. Und da wollen wir mal gerade schauen, weil es wäre natürlich schon schön, wenn wir hier irgendwo in der Nähe dann mal was hätten, wo wir dran vorbeikommen. Ja. Okay. So, zack. Das meine ich damit, ne? Das Katana ist schon eine sehr gute Waffe, wie ich finde. Okay, hier ist das Haupttor. Da steht einer Ach du Scheiße. Alter, dann hatte ich glaube, so einen hatten wir noch gar nicht, oder? Man kommt aber auch nicht mehr hinter die, ne? Also das ist einfach so zum Kotzen geworden.
Boah, Alter. Kein Durchkommen bei dem Typen. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich da falsch mache. Also wenn das Spiel in sämtlichen Foren als das leichteste Souls-Spiel beschrieben wird, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, was ich hier falsch mache. Also es tut mir wirklich leid, liebe Leute, dass ihr euch das hier so antun müsst, aber ich habe keine Ahnung, was ich da falsch mache. Wirklich nicht. Genau das würde ich gerne auch bei diesen anderen Typen machen wollen, aber das schaffst du ja gar nicht mehr. Du kommst ja gar nicht mehr hinter die. Das ist ja fast unmöglich. Also, so ganz rallen tue ich den Sinn dahinter nicht. Und hier kommt man natürlich da hinten wieder hin, wo die Vögel sind, aber das bringt dir ja absolut gar nichts. Also ich hätte gern irgendwie so eine Abkürzung, die uns direkt irgendwie in diesen Bereich bringt von gerade eben, aber da finde ich irgendwie gar nichts. So, da ist der komische Vogel, der ist auch kacke. Ich versuche mich hier gerade nur mal ein bisschen zu orientieren, weil ich finde hier irgendwie keinen vernünftigen Anhaltspunkt. Ich habe vor einer Stunde habe ich angefangen aufzunehmen. Ich hatte vor einer Stunde richtig Bock. Und jetzt ist es irgendwie so, dass mir ein bisschen die Lust fliegen gegangen ist. Also ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was ich hier falsch mache. Wirklich nicht. Was ich jetzt mal tun werde, ist mir mal diese... Obwohl, ich weiß gerade nicht genau, wo sie liegt. Das müsste ich mir nachher mal angucken. Ich würde mir gerne diese Klangperle holen gehen, damit ich Schmiedesteine kaufen kann. Damit ich einfach mal meinen Katana auf einen gewissen Punkt bringe, der uns, dass der hier halt auch immer das Ding halt auch eigentlich einfach mal ordentlich Schaden macht, ne? Weil es scheint ja so, dass diese komischen Soldaten da oben, die da ihre fetten Rüstungen tragen, die scheint unsere Waffe ja in Scheiß zu interessieren, ne? Also... Also gegen die hier ist das Ding geil, aber gegen diese großen Soldaten ist die halt... halt einfach scheiße, ne? Und deswegen, also das ist, es ist mir unbegreiflich, also scheiße nicht, aber das Problem ist jetzt, sie macht halt einfach zu wenig Schaden. Die müsste, das Ding müsste locker auf 200 hochgepimpt werden, damit die halt einfach so viel Schaden reinhaut, dass die ordentlich triggert bei denen. So, jetzt dieser dämliche Piepmatz da unten, ne? So, warum nicht gleich so? Kann ich nicht nachvollziehen, so eine Scheiße. So, und dann kommt natürlich jetzt noch das Problem mal hinzu, dass wir halt keinerlei Anhaltspunkte haben für einen Bonefire. Also scheint hier tatsächlich nirgendwo eins zu geben. So, den da hinten, den können wir... Ah ne, da waren wir, da sind wir schon gewesen.
Hier irgendwie leichter hier rauf kommt man auch nicht. Ach, guck mal, man könnte da oben auf das Dach springen und dann direkt hier runter. Das geht natürlich. Okay, da kann man das so abkürzen. Dann braucht man sich auch mit dem Vogel da nicht anlegen. Schauen wir mal gerade hier ums Eck, was hier noch ist. Ich meine, wir waren hier, glaube ich, schon mal. Ah, okay. Also es gibt halt die Möglichkeiten, hier abzukürzen. Ne? Man kann jetzt hier runterspringen und kommt dann direkt wieder darüber. Das geht natürlich, vorausgesetzt der Typ da sieht uns nicht oder bemerkt uns nicht. Das hat funktioniert. Das hat sogar gut funktioniert. So. Darunter kommt man wieder zu diesen anderen Soldaten. Ich habe halt irgendwie den Eindruck, als wenn da ein Punkt der Gnade ist, aber kann eigentlich nicht sein. Wir gucken jetzt mal in die Richtung. Das ist da. Also da kommt man ja nur hier in diesen Vorhof und da scheint mir irgendwie keiner zu sein. Das heißt, das lassen wir mal. Da scheinen ja nur diese Riesentypen zu stehen, also die einem richtig auf den Sack geben. Hier könnte man noch runterspringen. Wo kommen wir da hin? Das ist auch wieder so ein Innenhof. Das ist halt die Frage, wir kommen halt nicht mehr runter, wir kommen halt nicht mehr zurück, ne? Und dann müssen wir da auf jeden Fall runter. Das hat gerade, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Wir gucken mal, was uns da hinten erwartet. Wenn ich mal so einen blöden Ort der Gnade finden würde, wäre mir ja schon mal geholfen. So, jetzt lassen wir uns mal hier reinfallen. So. Holz-Großschild. Mal ein Lämpchen anmachen. So, das Holz-Großschild ist wahrscheinlich aber auch nicht... Doch, ist tatsächlich besser, aber hat dann auch eine große Last. Ne? Das ist natürlich gerade alles ärgerlich. Unser Schild ist nicht schlecht, hat auch eine 100% Block-Chance, aber wir müssen dann einfach mehr Level-Ups in Kondition packen. Alles andere ist gerade ein bisschen ärgerlich. So, jetzt kommen wir hier unten in diesen Hof. Und hier kann mir jeder erzählen, was man will. Hier muss man sich definitiv durchsneaken. Anders kommst du hier nicht durch. Und da sitzt noch ein Riesentyp. Oder? Sehe ich das falsch? Mit einem Hund? Ich möchte halt eigentlich erstmal nur irgendwie einen Punkt finden, wo wir uns irgendwie... Ort der Gnade oder so, wo man halt einfach was... Ach, guck an. Da haben wir einen. Was eine Erlösung. Mein Gott, hat das lange gedauert. So, mal gerade hinsetzen. Was passiert eigentlich, wenn wir hier mit der Dame nochmal sprechen? Truhe, Kriegssache, Kleidung anpassen, Zeit vertreiben, Stufenaufstieg. Können wir hier tatsächlich gar nicht. So, haben wir auf jeden Fall hier mal einen Punkt der Gnade gefunden. Sneaken wir uns mal hier hinten zu dem hier. Schmiedestein, das ist ein guter Fund. Da kann man auch runterspringen, aber das bringt einem, glaube ich, nichts. So, und da kommt man mit Sicherheit hin, wenn wir hinten durch den Haupteingang gehen. Und da unten, da sitzt irgendein Gegnertyp, den wir noch nicht kennen. Mit einem riesen Beil in der Hand. Würde ich natürlich gerne killen, aber ich glaube, da kriegen wir hart auf die Schnauze. Vor allem, weil der ganze Hof voll gespickt ist mit Gegnern. Von daher lassen wir das mal eben. Das hier scheint eine Art Waffenkammer zu sein. Da geht es auf jeden Fall hier lang. Mal interessieren, was da jetzt für ein Aufzug ankommt. Die Tür hier hinten, die ist aber auch offen. Oder ist die offen? Oder ist sie zu? Ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Das heißt, wir müssen hier über den Aufzug auf jeden Fall. Der uns nach oben bringt. Okay, interessant.
Also ich habe auch noch nie in einem Spiel so viele Troll-Nachrichten gesehen wie in Elden Ring. Da stampfen so Kessel rum. Da unten ist ein Ort der Gnade, aber das hier scheint mir doch tatsächlich. Das ist doch eine Falle, oder nicht? Der Hof hier, der kommt mir tatsächlich vor wie eine Einladung in eine richtig dicke Falle. Gehen wir uns mal hier hinten gerade das Item holen. Kokiri. Objekt voraus, dahinter springen voraus. Okay, das hier könnte vielleicht sogar mal eine gar nicht so dumme Nachricht sein. Hier sollten wir aber rennen. Ach, verdammt. Könnte man mal schauen, was da oben drin ist? Vielleicht findet man ja da irgendwas. Ups, jetzt sind wir hier ganz unten. Mal wieder hoch. Moment, da unten war noch ein Ort der Gnade, ne? Hier hinten. Jetzt hier aufpassen, dass hier kein Fallgatter ist, was zugeht, dass wir hier nicht wieder rauskommen. Ah ja, guck an, da ist auf jeden Fall ein Nebeltor. Da ist ein Riese. So, gut, dann gehen wir aber nochmal zurück und schauen uns um, was dort oben ist. Weil da oben, da kann man ja auf jeden Fall reinjumpen und mal gucken, was dahinter sich befindet. Ich glaube aber tatsächlich, dass bevor ich durch dieses Nebeltor gehe, ich mir noch diese Klangperle holen werde, womit man Schmiedesteine kaufen kann. Um einfach das Katana ein bisschen höher zu pimpen. Das hat geklappt, das war aber mehr Glück als Verstand. So. Da hinten ist ein, da sind mehrere Vögel. Irgendwie ist mir das hier gerade alles viel zu ruhig. Ich habe das Item gesehen, keine Sorge. Ich möchte mich aber erstmal hier hinten umgucken, weil von da hinten wieder zurückzukommen ist nicht so schwer, als wenn ich jetzt erstmal hier gucke und dann erst mich dahin begebe. Also ich weiß beim besten Willen nicht, wer sich den Titel ausgedacht hat, dass Elden Ring das leichteste Souls-Spiel ist. Also das ist mir bisher... es mag vielleicht an manchen Stellen leichter sein, weil man vieles umlaufen kann. Aber... das kann ja eigentlich auch nicht der Sinn dahinter sein, oder? Weil am Ende kommst du beim Boss raus und der, du hast dann da irgendwie Level 5 oder so, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und den wirst du ja dann, denke ich mal, nicht gelegt bekommen, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das schafft. Altes Schwert. Wo kommen wir denn hier jetzt schon wieder hin? Drei Schmiedesteine, cool. Du Scheiße, ey, dieses Spiel ist so riesengroß, man weiß gar nicht, wo man überall landet. Und was ist das hier jetzt für eine Nachricht? Ist das eine Entwicklernachricht, weil die so hart leuchtet? Was ihr sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Der steht einfach nur da. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Außen am Torwall. Abgelegene Zelle. Kammer auf der Aufzugsseite. Okay.
Ist das jetzt... Ach Gottchen. Also das hier ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine Entwicklernachricht. Erstens leuchtet die viel heller als die anderen. Viel lauter. Oder, und der Text dort oben, der scheint mir auch nicht so ein vorgeschriebener Misttext zu sein, wie das zum Beispiel bei den Nachrichten hier der Fall ist. Wir können mal gucken gehen. Runter versuchen. Ja, das ist mehr als offensichtlich, dass es runter geht. Okay, 5 Runen, das ist schon geil. Nee, also springen und runter versuchen, das ist Quatsch. Das ist wieder eine Trollnachricht. Alter, wie groß dieses Areal hier aber auch einfach ist, ne? Regenbogenstein. Da hinten ist auch noch ein Item. Alter, leck mich am Arsch, du. Ach, und das hier ist wahrscheinlich... Ah, okay, alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay. Jetzt könnte man da hinten runterspringen und sich dann da hinten das Item noch snacken. Das machen wir auch. Ah, ne, warte, da können wir einfach so runterspringen. Fernkampf. Wofür? Ist doch nix. Doch, da unten. Da hängt eine Fledermaus oder was auch immer. Eine Art Vampir. Boah, da hab ich mich aber kurz mal erschrocken, ey. Adernblatt. Sorry, wenn ich hier gerade nicht ganz so kommunikativ mit euch bin, aber ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nirgendwo runterfalle. Wo wir am Ende noch hart auf die Schnauze kassieren. So, die haben wir auch. So, jetzt haben wir da noch ein Item. Wenn wir da runterfallen, sind wir, glaube ich, tot. Ja, obwohl, das könnte man überleben, tatsächlich sogar. Muss ich mal gucken. Ach, da geht es sogar dann ganz runter, okay. Zwei Schmiedesteine. Also wenn das so weitergeht, können wir unser Ding auf jeden Fall noch einmal pimpen, ohne dass wir die Klangperle brauchen. Wir haben schon 7. Ne, das sind Schmiedestein 2, ne? 3, 5. Ja, hier brauchen wir tatsächlich noch mehr. Ist wieder irgendwo so ein Ball. Das war der Blutungseffekt. Der hat bei ihr sofort richtig geprockt. Da ist der Ball. Grollruf. Das ist eine Asche, ne? Glaube ich. Ich will jetzt hier nichts verpassen. Moment, lass uns mal gerade hier gucken. Ich habe das jetzt gerade nur gemacht wegen dem Ball. Das ist übrigens was, was ich im Spiel sehr geil finde. Die hatten im ersten, also in den Dark Souls-Teilen gab es immer so Crystal Lizards. Die kennt ihr bestimmt auch, wo man so Kristallviecher tötet. Und dann daraufhin auch eben so Update-Material bekommt.
Und das hier ist doch mit Sicherheit irgendwie ein kleines Boss-Areal, ne? Das ist ein Haufen Blutflecken. Scheiße, ey. Ja, wo man auf jeden Fall einen Haufen dann Upgrade-Material bekommt. Hier bei Elden Ring ist das dann eben so ein Mistkäferball, ne? Das finde ich auch ganz geil. So, wir gehen mal da runter. Aber das hier ist 100% ein Boss-Areal. Dachte ich mir. Boah, Alter, was ist da? Was zum Teufel? Also man rechnet ja mit vielem, ja, aber doch nicht mit sowas. Also ganz ehrlich, From Software. Nein, danke. Okay, also man kann auf jeden Fall da runter und kann sich damit so ein Vieh anlegen. Wir schauen mal, was haben wir hier? Blocken versuchen, ah ja. Boss anbieten. Hier sind wir wahrscheinlich wieder vor dem Tor, oder? Ach echt? Wirklich? Krass, hätte ich nicht gedacht. So, okay, wir gehen auf jeden Fall mal durchs Nebeltor, weil da hinten kommen wir ja nicht raus. Also da kommst du ja nicht weiter. Du musst den Boss wahrscheinlich legen. Also Boss, diesen normalen Gegner musst du legen. Und dann kommst du da, kriegst du deine Runen wieder und kommst dann wahrscheinlich durch einen Portstein wieder da raus. Anders schaffst du das nicht. Wir gehen mal hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Okay, Godfrick haben wir gefunden. Mal direkt mal gucken, ob wir den gelegt bekommen. Ich bezweifle es im ersten Try, aber versuchen kann man es ja mal. Er hat unsere komplette Schmettertypen direkt alle gekillt. Krass. Ah, ne. Stehen wieder auf. Na gut, das war jetzt richtig dämlich. Wieso muss hier eigentlich alles 15 Arme und 10 Beine und 3 Waffen haben?
es ist. Ich kann das Moveset jetzt noch gar nicht. Also ich finde ihn jetzt nicht so krass, wenn das alles ist, was bleibt. Aber ich denke mal, dass der eine zweite Phase haben wird. Aber heftig ist jetzt wirklich was anderes. Wir gucken uns das in der nächsten Folge nochmal an. Nächste Folge wird dann auf jeden Fall Godric sein. Aber ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall eine gar nicht so beschissene Schnitte haben, da reinzugehen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein. Bis dahin. Ciao.